Und nun geht's zum Sonnenviolett. Ausgehend von der Mühlen Alm. Ja, da war jetzt schon eine Kuh auf mich. Gibt's nicht umsonst. So. Hier haben wir eine bewirtschaftete Alm scheinbar. Und ich gehe diesen Weg hoch. Ah, da haben wir noch einen alten Saab. Das waren noch Autos. So, auf geht's. Es drängt, ist noch geschlossen. Die Almwirtschaft ist ja fast wie in Bayern. So, viel Vergnügen. So, hallo, Wanderfreunde und Genießer. Ihr habt ja nun schon einige Bilder gesehen von dem, was ich heute vorhab. Rauf in Sonnenviolett, unterwegs sein im Sonnenviolett Nationalpark. Ja, scheint, wie gesagt, ein schöner Tag zu werden. Am Himmel sind zwar ein paar Eiswolken zu sehen, aber ich denke, heute bleibt es schön. Und ich kann eine schöne Wanderung machen. Die Wanderung wird so 12 Kilometer lang sein. Raufgehen ins Gebirge. Wir werden noch in die baumlose Region kommen. Inspiriert zu der Wanderung hat mich der JB von JBTV. Den Kanallink findet ihr unten in der Infobox. Ja, schauen wir mal, was heute alles gibt. Sehr schön, es ist ruhig hier. Ich bin früh morgens schon aufgebrochen, 9 Uhr in etwa. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht über die Steine stolpere. Und da war am Parkplatz noch wenig los.
Am Parkplatz gibt es auch Platz für, ja, sagen wir mal, 3 bis 4 Wohnmobile. Ich habe einen schönen Platz 3 Kilometer vorher gefunden und bin auch zufrieden. Ja. Von der Vegetation her ist es hier schon wie im Gebirge, quasi kleine Bögen vom Wetter gezeichnet. Es verspricht, ein schöner Tag zu werden. Herrlich. Nun wird die Baumvegetation schon ein bisschen spärlicher. Die Birken werden kleiner. Die Lücken zwischen den Bäumen sind größer. Das heißt, wir verlassen die Baumzone langsam. Ich denke, es geht hier hoch. Das Laufen ist sehr schön, die Luft ist klar. Der Duft unten in dem Wald war fantastisch. Feucht, nach Grün, nach Pilz, nach Moos. Wunderbar. Horizont gibt es Regenschauer zu sehen. Ich habe mittlerweile die Baumzone verlassen und bewege mich in Richtung dieses Berges. Ich denke, es geht noch einiges bergauf. Der Pfad ist teilweise sumpfig, teilweise sehr steinig, wie es eben so üblich ist im Gebirge, im Schwedischen. So, nun heißt es, den Steinmännchen folgen, um den Weg nicht zu verlieren. Hier in den Steinen ist es natürlich nicht leicht, den Weg zu behalten. Man muss immer gucken, wo ist eine Spur oder ein Steinmännchen. Oder man hat ein Navi dabei, das einem sagt, wo es lang geht. Am besten beides.
Seht ihr, nun haben wir doch den nächsten. Den nächsten Punkt erreicht. So, jetzt. Ja, Leute, der Tag ist schon etwas fortgeschritten. Mittlerweile habe ich schon lange die Baumzone verlassen. Ihr seht es ja hinter mir, nur Steine, nur Geröll, was so übrig bleibt, wenn eine Eiszeit drüber weghuscht über die Berge. Das seht ihr hier. Ja. Ich muss wahrscheinlich da hoch und dann zum Abschluss des Tages geht es wieder bergab zum Waldplatz. Also, schön hier. Ist anstrengend, über die Steine zu laufen. Man hat nur ganz kurze Moosabschnitte. Das war im Wald unten leichter natürlich. Aber mit Geduld und Spucke schaffen wir das. Die Steine haben noch kein Ende. Geht es nochmal einen Fluss entlang hoch und es scheint auch so, wie wenn mich Regen einholt. Ich habe schon meinen Anorak angezogen. Es sieht nach einem Regenschauer aus. Damit muss man hier immer rechnen. Es ist eben Natur. Da herrscht nicht nur Sonnenschein. Gell? Ah. So, jetzt muss ich wieder ausmachen, sonst stolpere ich und ich bin ja allein unterwegs. Das wäre gefährlich. Was ich natürlich nicht dabei habe, was natürlich gut verwahrt im Auto ist, das ist meine Regenhose. Gell? Tja, der Jürgen lernt nicht aus. So, was ihr seht, ist ein durchnässter Jürgen. Boah. Regenhose zu Hause gelassen. Ja, intelligent. Und da hinten kommt neuer Nachschub. Ja, so, vorläufig hat es aufgehört. Ja, ich bin nass. Stehen bleiben hat ja da keinen Sinn. Am besten, man geht ruhig weiter. Nass wird man ja sowieso. So, müsste ich bald die Höhe erreicht haben. Und wie sieht es hinter mir aus? Ja, es sieht nicht trocken aus, gell? Es wird eher regnen. Aber die größte Strecke von dieser Tour habe ich hinter mir. Ich bin ja am Auto. Es ist nicht so, dass ich mehrere Tage unterwegs bin und jetzt für ein, zwei Tage nass laufen muss. Sondern ich kann mich ja im Auto trocken legen. So, schauen wir mal. Oh, ich bin schon ganz schön hoch oben.
Ja, nun scheint ja doch wieder die Sonne. Und vor uns, weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ein Regenbogen. Also, wir sind auch noch auf dem richtigen Weg und haben einen Regenbogen unter uns. Boah. So, dann machen wir mal kurz Brotzeit. Ich habe noch den Regenbogen vor mir. Hier geht es sakrisch bergab. Meine selbstgemachten Riegel, Haferflockenriegel. Ah, herrlich. Da unten sehe ich die Straße, wo ich hergekommen bin. Tja, das ist der Höhepunkt meiner Wanderung. Oh, da ringt's. Ja, das Wetter kommt von da. Momentan bin ich verschont. Ist doch ein sehr steiniges und steiles Bergab. Das geht in die Knie. Junge, Junge. Zum Glück habe ich zwei. Weites Land vor mir. Weites Waldland. Von der Höhe komme ich in etwa. Und da muss ich noch runter. Hier unten diese Flecken. Einmal, das ist rechte ist die Alm und links davon ist der Parkplatz, wo ich stehe. Der Abstieg war jetzt richtig brutal, steinig und durch den Regen dann auch glitschig. Glitschig auf den Steinen und natürlich dort, wo keine Steine sind, der moorige Untergrund ist dann auch ziemlich weich. Und es geht brutal steil hier runter. Und ja, also da braucht man schon Konditionen, um diese Strecke zu bewältigen. Und es sind viele Sonntagswanderer hier unterwegs, ohne jetzt irgendwie abwertend zu sein. Aber es sind halt Wanderer, die nur einen Kurzausflug machen, mal einen Berg besteigen wollen und das ist wirklich brutal hier. Aber ich denke, jeder weiß, dass wenn er hier in der Natur unterwegs ist, dass er das natürlich auf eigene Gefahr macht, unternimmt. Kondition muss man trotzdem mitbringen. Es geht mächtig bergauf und bergab. So, jetzt die letzten Meter. So, ich bin jetzt wieder am Ausgangspunkt auf der Alm Nübalen. Und zu euch sage ich jetzt Tschüss, macht es gut. Schön, dass ihr dabei wart bei dem schönen und regnerischen Wetter. Wundervolle Wanderung. War sehr schön. Und schon voll des Hochgebirge in Schweden, so wie man es vorfindet, wenn man den Abisko-Nationalpark geht oder Badirlanda. Da findet man diese steinigen Regionen genauso. Also, mit diesen letzten Worten sage ich Tschüss, macht's gut, Servusla, bleibt gesund und
gebt auch mal einen Daumen nach oben. So, salut, tschüss.